In New York soll Byongi eine Hommage der besonderen Art zuteil werden. Eine Bar will sich nach einem Wortspiel mit dem Namen der Künstlerin benennen, eine Brauerei benennt sogar ein Bier nach ihr. Zu schmeicheln schien der Sängerin das nicht. US-Sängerin Byongi hat eine Bar und eine Brauerei in New York durch rechtliche Schritte davon abgehalten, mit einem Teil ihres Namens oder einem Zitat von ihr zu werben. Beide kassierten eine Unterlassungserklärung von Byongis Anwälten und mussten daraufhin Projekte einstellen, die als Hommage an die 36-Jährige gedacht gewesen waren. Das bestätigten die Bar Lyanda und die Brauerei Lineup Brewing im Stadtteil Brooklyn. Die Latino Bar Lyanda wollte sich im Dezember zeitweise umgestalten und in ein Lokal mit dem Namen Lyanda verwandeln. Der Begriff ist ein Wortspiel auf SLAY, was wörtlich töten oder erschlagen bedeutet. Umgangssprachlich werden damit aber auch herausragende Leistungen beschrieben, Byongi nutzt den Begriff auch in ihrem Hit Formation. Die Lyanda-Inhaber zeigten sich laut einem Bericht der Website Eater enttäuscht, dass Byongi von der als Hommage an starke Frauen gedachten Aktion offensichtlich nicht viel gehalten habe. Stattdessen werden in der Bar nun andere weibliche MusikerInnen wie Gwen Stefani und Katy Perry gewürdigt. Die Brauerei Lineup Brewing hatte Anfang Dezember unterdessen mit einer neuen Pilzsorte mit dem Namen Byongi geworben. Das sei aber mehr als Witz über deutsche Biere gedacht gewesen, sagte Inhaberin Katharina Martinze. Es war nur ein witziges Wortspiel zu ihren Ehren und allem, was sie für die Stärkung von Frauen getan hat. Biere würden nach einer Menge Dinge benannt und niemand habe bei dem Namen gedacht, dass die Sängerin das Bier unterstütze oder vermarkte. Quelle: n-tv.de